Plötzlich ist alles dunkel. Und jetzt? Das ist eine Situation, die sich niemand wünscht, klar. Aber was ist eigentlich zu tun, wenn der Strom ausfällt und wer kann helfen? Zunächst einmal durchatmen und ruhig bleiben. Und am besten schon mal mit Kerzen oder einer Taschenlampe ausstatten. Dann lohnt auf jeden Fall ein Blick aus dem Fenster. Ist es nur bei mir dunkel oder überall? Ist vielleicht sogar der ganze Straßenzug betroffen? Wenn es nur bei mir dunkel ist, sollte ich einfach kurz checken, ob vielleicht nur die Sicherung rausgeflogen ist. Aber falls nicht, dann wird es vermutlich eine Störung im Netz sein, durch das der Strom fließt. Der Grund für eine solche Störung kann ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel, wenn ein Bagger bei Erdarbeiten die Stromkabel erwischt hat. Weiterhin gilt, keine Panik. In der Regel werden solche Stromausfälle relativ schnell wieder behoben. Um das zu unterstützen, sollte ich mich bei dem örtlichen Stromnetzbetreiber melden, damit der sich so schnell wie möglich um den Stromausfall kümmern kann. Der Stromlieferant, also zum Beispiel Vattenfall, kann in solchen Situationen leider nicht viel machen, da dieser das Stromnetz zwar nutzen darf, aber für Reparaturen ist der Eigentümer, also der Stromnetzbetreiber, zuständig. Beim Stromlieferanten anzurufen wird deshalb nicht viel bringen. Die Telefonnummer des örtlichen Netzbetreibers finde ich ganz schnell im Internet. Manche Netzbetreiber bieten auch Entschädigungen bei längeren Ausfallzeiten an. Mehr dazu erfahre ich direkt vom zuständigen Netzbetreiber. Während ich warte, bis der Strom wieder da ist, nehme ich vorsichtshalber meine Elektrogeräte wie Computer, Fernseher oder Wasserkocher hier aus der Steckdose. Diese könnten zwar in dem Moment eines Stromausfalls keinen Strom ziehen, später aber beschädigt werden. Gefährlich wird es außerdem, wenn der Strom wieder fließt und zum Beispiel der Herd noch an war. So verhalte ich mich im besten Fall während eines Stromausfalls. Falls noch unklar ist, wie Energieanbieter und Netzbetreiber zusammenhängen, helfen euch die anderen Videos auf Vattenfalls YouTube-Kanal weiter. Also, tschüss, bis bald.